Partysänger Micky Krause hat Blasenkrebs. Die Diagnose bekam er im Rahmen der Dreharbeiten zur TV-Show Showtime of My Life. Darin will der Sender zusammen mit mehreren Stars auf Krebsvorsorge aufmerksam machen. Im Gespräch mit RTL erzählt Krause von dem Moment, als er vom bösartigen Tumor in seinem Körper erfahren hat. Das Schlimmste im Leben ist der Hilflosigkeit. Und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe. Das war 2 Tage vor der Aufzeichnung der großen Show. Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe. Denn wenn ich sie nicht gemacht hätte, wer weiß, was in einem halben Jahr mit mir passiert wäre, sagt der Mallorca-Star. Micky Krause soll inzwischen operiert worden sein und alles gut überstanden haben, wie der Sender meldet. Showtime of My Life – Stars gegen Krebs läuft am 15. und 22. Februar ab 20.15 Uhr bei Vox und RTL+. Die Promis strippen in der Sendung und wollen damit die Botschaft vermitteln: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das auch vor einem Arzt.